Als 1936 in Christianstadt eine Vermessungsfirma aus Stettin mit Vermessungsarbeiten begann, rätselte die Bevölkerung über die Bedeutung der Arbeiten im Wald. Die Firma erteilte keine Auskunft über die Tätigkeit. 1939, kurz vor Kriegsbeginn, begann der Bau der geplanten 800 Gebäude. 800 Gebäude haben die hier hingesetzt. Die Bevölkerung hörte von der Entstehung einer Zellstofffabrik, die kriegsbedingt auf Rüstungsproduktion umstellte. Ehemalige Christianstädter gehen davon aus, dass der Bau der Fabrik mit der Bombardierung des Werks in Peenemünde am 18. August 1943 zusammenhing. Das ist Geheime Reichssperre Christianstadt, das Ende einer Kleinstadt zwischen Oder und Neiße, sowie der Sprengstofffabrik Ulme. Stand hier auch irgendwo erklärt, die ganzen Sprengstofffabriken, die von der Firma da gebaut wurden, haben die Namen nach irgendwelchen Bäumen bekommen, als Tarnung sozusagen. Die anderen immer Fabrik Ulme kriegt das und das, oder die haben, dort müssen wir das klären, was das ist. Damit war für den Außenstehenden nie klar, um was es hier geht. Das ist jedenfalls eine Doktorarbeit von Martina Löbner, M.A. Das als geheime Reichssache deklarierte Gebiet im Staatsforst wurde zur Errichtung eines Rüstungsbetriebes größten Ausmaßes bestimmt. Der Aufbau der beiden einzigen aus Stein errichteten Wohnsiedlungen, Waldlager und Fabriknähe im Wald für 1000 Personen und das Ortsnahe Bahndammlager im sogenannten Rätsch für 500 Personen begann 1940, vor der Bombardierung von Peenemünde. Außenwände waren relativ stark englisch mehrig. Die Decke war bloß 40 cm dick, damit sich im Falle einer Explosion die Decke nach oben heben konnte. Und die haben das genauso gebaut. Wenn man das Bild jetzt in der Kamera, wird man nie besonders erkennen. Wie das an der Grenze gebaut wurde, einen gehakten Sicherheitsstreifen gab es hier, wo man dann sozusagen immer gleich sieht, wenn da Fußspuren drüber gehen, dass immer hier eingedrungen ist. Geplant waren 800 Gebäude. Hochkonzentrationsanlagen, Säurespaltanlagen und Füllstellen hat es in Christianstadt ebenfalls nicht belegbare Anzahl gegeben. Um Granaten und Bomben zu füllen, waren zunächst Gebäude für die Anlieferung und Lagerung der leeren Patronen notwendig. Die leeren Hüllen wurden vorbereitet, vorgewärmt und im Gießhaus gefüllt. In einem weiteren Gebäude kühlten sie ab und wurden nachbereitet. Nach der Fertigstellung der vollen Bomben und Granaten wurden diese verdammt fertig verpackt.
Bang, bang. Hier das Fenster oben. Und ich noch. Ah! Ich hab's für euch, krieg's nie raus. Alle Hamstrungen sind nur die Stunde. Hier lag wahrscheinlich oben im Kessel drinne. Und irgendwo habe ich auch was gelesen, dass sie die heiklen Anlagen so gebaut haben, dass die Verpuffung nach oben rausgeht. Also dass die Mauern massiv sind. Und das Dach dann, wenn was explodiert, nach oben wegfliegt. Die Druckwelle nach oben rausmacht und nichts weiter passiert. Ja, und da stehe ich hier direkt vorm großen Gebäude und habe das nie gesehen. Das ist der Feuerwachtturm hier. Auf alle Fälle hatten sie da ihn. Hier haben sie die Stange zum Runterrutschen. Von Vorstuhl wäre es zu enge. Aber die haben ja alles gemacht, die Rüchende. So, Feuerwache hier unten hatten sie die Badewanne. Am Ende können sie das hier unten sehen. Ja, wozu ist in der Feuerwache unten so ein Waschbecken? Thank you.
könnte Waschbecken sein. Ich habe mal in einem Betrieb gearbeitet, den haben sie, was weiß ich, 1890 oder so gebaut. Da hattest du auch Waschbecken, die so gemauert wurden. Mehr aber als Waschbecken und ein bisschen hoch. Aber wozu ist unter der Feuerwache hier drin? Zumal die Feuerwache unterirdisch hier gebaut haben. Am Ende ist der Cache hier drin. Die Dose ist nass und das Logbuch ist auch total klatschnass. Ich lege den Scheiß jetzt in die Sonne und schreibe dem oben eine Mail, dass das Ding wieder aufräumen soll. Ja, die Straßen haben sie ja für die Ewigkeit gebaut. Aber gut, hier fährt ja seit 70 Jahren kein Auto mehr vorbei. Ja, am Feuerwachturm stand wenigstens dran, dass das die Feuerwache war. Aber das war mir auch so schlüssig. Blöd, dass die Stange nicht dran war. Da hätte man schön runterrutschen können. Ja, dieselben runden Jogger, wie wir sie schon mehrfach gesehen haben. In der Mittagspause könnten wir hier im Pool baden. Ach du Heimatland. Ich hab den Eindruck, ich muss hier rein. Passt mal noch quer durch. Und jetzt haben wir hier den Klammerweg. Da bin ich nicht die Leute. Und hier quer durchstellt gegen den Wasserkanal. Das war wahrscheinlich der Zulauf hier vom Fluss, oder könnte ungefähr passen, oder Abfluss wieder. Aber es muss der Zulauf gewesen sein. Unten ist es trocken,
Und das ist mehr als 6 Meter nach unten. Ey, das geht 6 Meter da runter, ey. Ah, aber die Klammern sind fest gebaut hier. Wahnsinn. Und da es hier nie aussieht, als ob hier noch eine Pumpstation war, gehe ich davon aus, dass das Zulauf war. Irgendwo habe ich jetzt mein Fahrrad vergessen. Kann ja nie weit sein. Hier haben wir jetzt das Kraftwerk. Auch hier alle Stahlinnereien rausgerissen. Ich kann mich noch erinnern, bei Polypack, wo ich mal gearbeitet habe, das war ja hier von 1890 oder so der Bau. Da hatten sie unzählige Leitern und Gerüchte, wo du hier an jede Stelle rankamst. Von den Kesseln und alles. Weder irgendwelche Dampfrohre, noch Generatoren, noch Öfen, nur noch Löcher in der Wand, wo man ahnen kann, dass da was durchging. Und das ist unsere Decke. Ja, hier fiel die Kohle dann in die Kästen der Böden. Aber ich muss den ganzen Weg wieder runterwerfen, hier gibt es keinen Ausgang. Und die Leitern haben die Ruschen mitgenommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, da wärst du gar nicht hier hochgegangen. Fußboden schön gefliest hier, ganz glatt. Das war bei Polypack auch im Kesselhaus.
So, ich habe aber wahrscheinlich ein massives Akkuproblem und werde bald abbrechen müssen. Weil wenn ich ja nicht mehr filmen kann, kann ich auch erstmal zum Auto zurück und nachladen. A hole in the wall könnte auch da oben sein. Oh ja, das Klo. Oder Waschräume oder irgend sowas. Wo eher die Duschen. Aber selbst die alten Duschen haben sie ausgewiesen. Ja, definitiv Duschkabinen. Das wird Garderobe gewesen sein. Die Leiter gibt's noch, könnte mal hochklettern, das mach ich aber nie. Das waren gar keine Essen, das waren Kühltürme. Ja, hier hat er die Luft angesaugt von Kessel. Oder für den Ofen, besser gesagt. So, aber ich werde jetzt zurückfahren. Die Akkus wieder laden. Mir was zum Mittag warm machen. Ein schönes kühles Bierchen trinken. Und wenn die Akkus wieder voll sind, fahren wir nochmal hierher. Super, wenn man ins Auto kommt und ein kaltes Bier rausnehmen kann. Jetzt machen wir eine kleine, ausgiebige Siesta, damit mein Akku wieder ein bisschen voll wird. Und da ist für meinen Akku. Jetzt werde ich mir noch irgendein Süppchen warm machen. Ja, und dann werde ich in 2 Stunden wieder losmachen. Dann werde ich auf direktem Weg zum Kraftwerk fahren. Wäre jetzt mal hier, mal hier, mal hier gewesen. Wäre im Zickzack gefahren. Und wenn du direkt durchfährst, bitte da in ein paar Minuten dort. Dann gucke ich nochmal, ob ich einen zweiten Versuch Glück habe und die Dose finde. Aber ich denke mal, wenn ich die beim ersten Mal nicht gefunden habe, dann zeigt die sich mir beim zweiten Mal auch nicht. Erst beim fünften oder sechsten Mal. Und so viel Zeit habe ich nicht. So, Akku wieder geladen. Und ich bin auch wieder richtig voll ausgeruht. Zum Innen habe ich mich jetzt entschieden, das Kraftwerk erstmal links vorzulassen. Ich habe vorhin nochmal die ganzen Logs gelesen. Auch durch die Deutschen, da sind eine ganze Menge deutsche Logs dabei gewesen, aber da war kein entscheidender Hinweis. Und ich werde jetzt erstmal weitermachen, die anderen, die wir noch handeln können. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde auf dem Rückweg dann bei der Feuerwehr nochmal vorbeifahren.
Und das Logbuch möchte ja dann trocken sein. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schreibe es in die Logs, dass der nächste aufräumen kann. Also letzten Endes, das liegt ja mehr oder weniger am Weg. Da kann ich das dann eben so machen. So, hier haben wir noch so einen zweiten Kraftwerksbau. Vermute ich jetzt mal von dem Förderturm hier, also wie die Kohle hochgefördert wird. Und hier haben wir einen Bahnhof. Ich vermute mal ganz stark, da hinten ist das Spargelbeet. Sauber gefliegt hier. Aber die haben hier wirklich überall alles weggeschleppt. Da ist keine Lampe mehr an der Wand. Da liegen keine elektrischen Kabel mehr. Und mal die Kabel. Das zieht denn alte Kabel raus und verwendet die wieder. Vorhin noch eine Verteilerdusche war noch da, irgendwo, weil die kaputt war. Aber hallo! Da drüben sehen wir das zweite Heizkraftwerk. Da und hier ist der Bahnhof. Die beiden Kraftwerkscache sind wahrscheinlich nicht für mich. Alle Beete nie gefunden. So, jetzt fahren wir an den Fluss, an den Bobber. Und das ist wieder ein Mystery-Cache. Ich
ich denke mal, da muss ich auch in den Schacht runtersteigen. So. Wie wir es da vorne schon mal hatten. Bei Wasserzufuhr hier könnte das ja sein, dass die da unten irgendwo so einen Pumpenschacht hatten, in dem wir jetzt reinsteigen müssen. Da war ich beginnen. Da ist gleich meine Lampe. Da ist gleich meine Lampe.